Übrigens, das wollte ich Ihnen noch erzählen. Was erwartet Sie? Bevor ich es vergesse, gespannt. Pass auf, ein Wort. Wir sind's wieder, das Dialogzentrum Leben im Alter, hier an der Hochschule Osnabrück mit einer neuen Ausgabe unserer Serie Auf ein Wort. Auf ein Wort, immer am Anfang eines Monats erzähle ich ein bisschen was darüber, was gewesen ist im vergangenen Monat, was im Moment gerade bei uns anliegt und was Sie in diesem Monat erwarten können von uns, vor allen Dingen hier auf unserem Blog und unseren Social-Media-Kanälen. Direkt vorweg, in der letzten Zeit sage ich es immer wieder, aber man kann es gar nicht oft genug sagen, unsere Tagung zum Thema Team, unsere Dialogkonferenz ist verlegt worden auf den 4. November 2020. Also in diesem Jahr auf den 4. November. Thema ist Team, das Team als Therapeutikum. Der kurze Rückblick. Also, wir arbeiten im Moment sehr viel, im vergangenen Monat auch, und wir sind noch immer dabei an dem Thema Team. Wir gehen immer tiefer rein. Wir haben mittlerweile tolle Kontakte. Wir mussten ja die Tagung verschieben, weil wir einfach noch nicht genug Material haben. Und wir wollen Ihnen einfach eine gute Tagung bieten. Jetzt, sagen wir mal, sehen wir das Licht am Ende des Tunnels. Und es sieht gut aus und wir haben spannende Themen in Vorbereitung. Und ich hoffe, dass wir haben uns vorgenommen, spätestens im April werden wir Ihnen das Programm geben und dann können Sie sich auch anmelden bei uns. Im vergangenen Monat hat das DNQP, das Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege, wie immer am ersten Donnerstag eines Monats auf unserem Blog gepostet. Diesmal ging es um die Praxisprojekte, die im Rahmen von Expertenstandards durchgeführt werden. Sehr spannend, schauen Sie mal drauf. Im vergangenen Monat gab es dann auch den zweiten Forschungsnewsletter von uns mit weiteren 15 Forschungen neben aktuellem und allgemein zum Dialogzentrum. Schauen Sie noch mal rein. Alle Forschungsnewsletter können natürlich weiterhin kostenfrei auf unserem Blog gedownloadet werden. Sie können sich aber auch in den Mail-Account des Forschungsnewsletters einloggen. Das heißt, Sie können natürlich den abonnieren, sodass Sie den Forschungsnewsletter automatisch bekommen weiterhin. Es ist ein Lichtblick erschienen und wir haben mein Lieblingsformat, ein neues Haustheater gemacht, diesmal zum Thema Sexualität in der gerontopsychiatrischen Versorgung. Also was gab es noch im vergangenen Monat? Natürlich jetzt zum Schluss gab es noch am Ende der letzten Woche, am vergangenen Donnerstag, ist die neue Episode unseres Podcasts Wissenstransfer erschienen. Die dritte Episode, Sie wissen, der Podcast des Dialogzentrums Leben im Alter, sozusagen vom Blog ins Ohr. Wir posten Sachen, die auf unserem Blog gepostet worden sind, Videos, nehmen wir die Audiodateien und verarbeiten sie nochmal in den Podcast, sodass wir andere Möglichkeiten haben, unsere Inhalte zu hören. Und außerdem gibt es zu den Dingen, die hier bereits gelaufen sind im vergangenen Monat, natürlich immer noch neue Ideen zum Wissenstransfer selber. Probieren Sie es einfach mal aus. So, was läuft aktuell? Ich habe schon gesagt, wir sind dran, immer noch am Thema Team. Wir arbeiten am Thema Team. Der Kollege Hensel, der hinter der Kamera ist, und der Kollege Müller-Herge waren jetzt gerade noch mal unterwegs und haben Interviews gemacht zu diesem Thema. Daran sitzen wir. Wir sitzen auch, das habe ich im Podcast schon angekündigt, an der Möglichkeit einer Spendenform, dass wenn Sie das Dialogzentrum monetär unterstützen wollen, dass Sie spenden können und zwar auch vielleicht online spenden können. Daran sitzen wir gerade mit dem Präsidium, mit dem DNQP, damit wir unsere Arbeit hier im Dialogzentrum weiterhin kostenfrei für Sie machen können. Vielleicht das noch, wir sitzen weiterhin auch an der Arbeit einer DZL-Akademie, also einer Dialogzentrumsakademie, wo wir ausgesuchte Seminare anbieten werden, ungefähr ab Herbst, Ende diesen Jahres. Sobald das spruchreif ist, auch das hoffe ich im April, wird es soweit sein, finden Sie das Programm auf unserem Blog und ich werde auch noch mal ein paar Sachen dazu sagen. Dann noch etwas sozusagen in eigener Sache. Bezüglich, dass es das Dialogzentrum betrifft und dann noch meine eigene Sache, als dass es meine Familie betrifft. Meine Tochter wird hier ein Praktikum demnächst machen und wird den Kollegen Hensel unterstützen. Ich sage Ihnen das deswegen, nicht nur deswegen, weil ich so toll finde, dass ich eine Tochter habe, die ein Praktikum mehr macht. Ich sage es Ihnen vor allen Dingen deswegen, wenn Sie soziale Arbeit, Pflegewissenschaft studieren oder andere Themen, wo Sie sich für das Thema gerontopsychiatrische Versorgung interessieren, könnte das Dialogzentrum Leben im Alter ja vielleicht ein Praktikumsplatz für Sie sein. In diesem Falle wenden Sie sich einfach vertrauensvoll an uns und wir würden das dann gemeinsam mit Ihnen besprechen. Ich kann mir vorstellen, dass das hier eine spannende Arbeit auch für Sie wäre im Rahmen Ihres Studiums. So, was kommt im nächsten Monat?
Am Donnerstag gibt es wieder Neues aus dem DMKP. Da gab es gerade einen Workshop zum Entlassmanagement. Da gibt es sozusagen einen Rückblick drauf in Form eines Videos, das der Kollege Hensel gemacht hat. Wir werden ein neues kritisches Glossar zu den BPSD haben, den Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia haben, oder das, was wir hier im deutschen Raum als herausforderndes Verhalten und Challenging Behavior bezeichnen, die Briten. Das wird nochmal sehr kontrovers diskutiert werden vom Kollegen Müller-Hergel, weil diese Begrifflichkeiten machen natürlich etwas mit uns. Es wird einen neuen Lichtblick geben, es wird auch eine neue Fallbesprechung geben, in die Sie sich einschalten können, wo Sie mit uns diskutieren können. Und natürlich gibt es am Ende des Monats wieder einen Podcast mit dem Rückblick und einem neuen Bildungsthema, also wie man am besten Wissen transferiert. So. Das war's schon. Hat mich ziemlich beeilt dieses Mal, aber ich denke, das reicht auch. Ich möchte Sie einfach nochmal dazu auffordern, diskutieren Sie auf unseren Kanälen. Wir machen das für Sie, wenn Sie anderer Meinung sind oder sind gleicher Meinung, machen Sie es. Abonnieren Sie unsere Kanäle, abonnieren Sie unseren Forschungsnewsletter, probieren Sie es mal, abonnieren Sie unseren Podcast. Wenn Sie keine Zeit oder keine Lust haben, sich Videos oder lange im Internet aufzuhalten, so wie ich es beispielsweise mache, ich fahre halt sehr, sehr viel Auto, weil ich viel unterwegs bin und dort höre ich fast ausschließlich Podcasts mittlerweile. Probieren Sie es mal mit unserem. Also wenn Sie ihn suchen, Wissenstransfer mit AI, also fair. Oder Sie gehen auch einfach auf unseren Blog www.dzla.de und dort können Sie ihn auch direkt auf den üblichen Plattformen, ja, Apple, Spotify, Deezer und so weiter abonnieren. So, zum Schluss möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir immer noch den Gastslot haben. Wir werden im nächsten Monat zum ersten Mal mit einem Gast hier aufzeichnen. Das heißt, wir haben hier extra einen Platz frei, beim Dialogzentrum, auf dem Blog, bei unseren Postings, auf dem Sie eigene Konzepte, eigene Ideen, es geht nicht um Werbung für Ihre Firma, da brauchen Sie sich gar nicht bewerben, da gibt es andere Formate für, nicht, dass wir was dagegen haben, aber dafür gibt es bessere Formate. Aber wenn Sie eine neue Idee haben oder einen besonderen Weg gefunden haben, etwas zu tun, oder Sie haben eine Studie gemacht als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler und wollen die vorstellen, kommen Sie auf uns zu, schauen Sie mal auf unserem Blog, dort gibt es auch schon was dazu. Und dann haben Sie die Möglichkeit, hier in ein paar Minuten Ihr Projekt, Ihr Vorhaben vorzustellen oder Ihre Ergebnisse vorzustellen. Das war es erstmal. Wie immer bleiben Sie uns gewogen, wir bleiben auch dran. Wir müssen jetzt wieder was tun. Eine schöne Zeit, bis bald. Auf ein Wort.